Die Idee, Energie aus Abwasser zu gewinnen, gibt es schon lange, denn es ist bekannt, dass Abwasser eine Menge Energie enthält. Und diese Energie kommt aus Haushalten, aus der Industrie und aus dem Boden, denn jeder Kanal nimmt Energie aus dem Boden auf. Das zeigt sich nicht zuletzt darin, dass Abwasser selbst im Winter 10 bis 14 Grad warm ist. Und die Energie aus dem Abwasser kann man nutzen, um Gebäude zu heizen und zu kühlen. Uns interessiert nicht das Abwasser, das aus dem Gebäude selbst kommt, sondern das Abwasser, das in der öffentlichen Kanalisation fließt. Da gibt es ein gigantisches Energiepotenzial. Man weiß heute, dass man etwa 15% des Wärmebedarfs im deutschen Gebäudesektor mit Energie aus Abwasser decken kann. Man kann mit der Energiequelle Abwasser also einen signifikanten Beitrag zur Wärmewende leisten.